بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، liebe Geschwister، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Weiter geht es mit Surah Al-Qadr. Und im letzten Teil hatten wir über das Wort Inna gesprochen und heute, inshallah ta'ala, geht es weiter mit Anzalnahu, was so viel heißt wie hinabgesandt oder herabgesandt. Das ist ein Beweis dafür, dass der Koran, der edle Koran, von oben herabkam. Deshalb nehmen die Ahlus Sunnati wal Jama'ati all diese Worte, die auf Herabkommen hinweisen, nehmen sie diese Wörter als Beweis, dass Allah subhanahu wa ta'ala über uns ist. Sei es in seinem Wesen oder seien es seine Eigenschaften, Subhanahu Subhana. Nichts ist ihm gleich und niemand ist ihm jemals gleich. Denn Allah Subhanahu wa Ta'ala hat den Koran herabgesandt. Und wenn er Subhanahu wa Ta'ala etwas herabsendet, das weist darauf hin, dass er in der Höhe ist, um genauer zu sagen, über seinem Thron erhoben, Subhanahu wa Ta'ala. Und die Beweise dafür sind zahlreich. Im Koran und in der Sunna. Und Al-Izz ibn Abdissalam, der die Al-Tahawiyyah, Aqidat al-Tahawiyyah erklärt hat, sagte, dass es über 1000 Beweise gibt, dass Allah subhanahu wa ta'ala sich in der Höhe befindet, beziehungsweise über seinem Thron erhoben ist. So sagt er beispielsweise in Surah 2, in Surah 6, Surah Al-An'am, das Vieh, Vers 18. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. Sinngemäß auf Deutsch: Er ist der Bezwinger über seinen Dienern und er ist der Allweise und Allkundige. Auch sagt er subhanahu wa ta'ala in Surah 16, Surah An-Nahl, die Bienen, Vers 50. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. Sinngemäß auf Deutsch: Sie fürchten ihren Herrn über sich und tun, was ihnen befohlen wird. Allah subhanahu wa ta'ala spricht hier über die Engel und sagt, dass sie ihn fürchten. Sie fürchten ihren Herrn über sich und tun, was ihnen befohlen wird. Und in einem Vers beschreibt Allah subhanahu wa ta'ala, dass er über seinen Thron ist und gleichzeitig mit uns. Gemeint ist, er ist mit uns, mit seinem Wissen, Gehör und Sehen. In Surah 57, Surah Al-Hadid, das Eisen, Vers 4. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: هو الذي خلق السماوات والأرض في ست أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Sinngemäß auf Deutsch: Er ist es, der die Himmel und die Erde in 6 Tagen erschuf und sich hierauf über den Thron erhob. Er weiß, was in die Erde eindringt und was aus ihr herauskommt, was vom Himmel herabkommt und was dorthin aufsteigt, und er ist mit euch, wo immer ihr auch seid, und was ihr tut, sieht Allah wohl. Hier ganz klar wieder: Er ist es, der die Himmel und die Erde in 6 Tagen erschuf und sich hierauf über den Thron erhob. Deshalb ist es nicht erlaubt, nach dem Wie zu fragen. Nur manche Gelehrten der Ahlus Sunnati wal Jama'a haben ein schönes Beispiel gegeben, um zu verstehen oder um zu verdeutlichen, was eigentlich gemeint ist. Wie wir alle wissen, befindet sich der Mond im Himmel. Und die früheren Araber sagten oft einen Spruch, in dem sie sagten, wir sind auf der Reise und der Mond ist immer mit uns. Das heißt, wenn du mit deinem Reitkamel damals
oder heutzutage mit deinem Auto oder mit dem Zug auf der Reise bist und du nachts in den Himmel schaust, sieht es so aus, als ob egal wo du dich hinrichtest, sei es Osten oder Westen oder Norden oder Süden, wenn du den Himmel schaust, ist der Mond immer mit dir. Das haben die Araber damals gesagt. Die sagten, wir sind auf der Reise und der Mond ist immer mit uns. Das ist mit dem, Allah ist mit uns gemeint. Und wir sagen auch in unserer Umgangssprache, wir sind mit den Brüdern und Schwestern, die sich jetzt in Drangsal und Not befinden in Syrien. Wir sind ja nicht vor Ort, aber wir meinen eine andere Art von Mitsein, obwohl jeder von uns in seiner Wohnung sitzt. Und das ist eine Sache, die bekannt ist. Nur zur Erinnerung wollte ich sie nochmal erwähnen. Jeder von uns weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala über seinen Thron ist und sich nicht mit den Geschöpfen vermischt bzw. unter ihnen ist. Er ist unter ihnen mit seinem Wissen, Gehör und Sehen. Und ganz deutlich wird es im Vers in Surah 20, Surah Taha, Vers 46, in dem Allah subhanahu wa ta'ala erzählt, wie er Musa und Harun zu Pharaon schickt. So sagt er subhanahu wa ta'ala: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. Sinngemäß auf Deutsch. Er sagte: Fürchtet euch nicht, ich bin gewiss mit euch. Ich höre und ich sehe, was geschieht. Hier schreibt Allah subhanahu wa ta'ala oder sagt Musa und Harun, dass er mit ihnen ist und dann erklärt er wie: Ich höre und ich sehe, was geschieht. Und ein letztes Beispiel, das man wahrscheinlich gebrauchen kann in Zukunft, um diese Thematik zu erklären. Man kann ein Tablett servieren mit zwei Bechern darauf. In einem Becher befindet sich Milch und im anderen Becher befindet sich Wasser. Und wenn du den Gast dann fragst, was hat er dir serviert, dann sagt der Gast, er hat mir serviert Wasser mit Milch, obwohl sie getrennt waren. In einem Becher war Wasser und im anderen war Milch. Und es kann auch umgekehrt sein. Er kann dir ein Becher servieren und in dem Becher ist Wasser und Milch. Und trotzdem sagt der Gast, er hat mir Wasser mit Milch serviert. Deshalb versteht man dieses mit je nach Kontext. Deshalb oder dieses Wort mit hat mehrere Bedeutungen. Deswegen sagen die Gelehrten auf Arabisch erstmal, ich versuche es dann zu übersetzen. Die sagen auf Arabisch: Al-Ma'iyyatu lafzun mushtarakun la yaqtadi al-mukhalata. Al-lafzu al-mushtarak huwa alladhi yattafiqu fi lafzihi wa yakhtalifu fi ma'nahu wa ma'nahu yata'ayyanu bihasab al-siyaq. Was heißen diese Worte? Das heißt ungefähr auf Deutsch, dass dieses Mitsein oder unter einem Sein ein Wort ist, was mehrere Bedeutungen hat und muss nicht unbedingt darauf hinweisen oder muss nicht unbedingt heißen, dass man unter einem ist oder sich mit einem befindet, mit Körper und Seele. Dann sagen sie weiter: Al-lafzul mushtarak huwa alladhi yattafiqu fi lafzihi wa yakhtalifu fi ma'nah. Sie sagen, dieses Wort mit, was mehrere Bedeutungen hat, dieses mit dabei sein und oder unter einem sein, ist gleich in seinem Wort, aber in der Bedeutung verschieden. Und die Bedeutung versteht man je nach Kontext. Inshallah ta'ala ist das verständlich. Und wie gesagt, das ist eigentlich eine Sache, die jeder in sich trägt, dass Allah subhanahu wa ta'ala über seinem Thron erhoben ist und er uns sieht und hört und weiß, was geschieht. Und das Hohe ist besser als das Niedrige. Deswegen sagen wir in der Umgangssprache, wenn wir einen Befehl oder ein Wort oder sonstigen Wert geben möchten, sagen wir was? Wir sagen, der Befehl kommt von oben. Deswegen ist Allahs Wort und Allahs Befehl über alles andere. Allahu Akbar. Und das ist eine der Bedeutungen von Allahu Akbar. Man versteht auch, wenn man einen Befehl vom Chef zum Arbeitgeber kommt und dieser sagt, dann der Befehl kommt von oben, dass es kein Spiel und Scherz ist. Wie sieht es dann aus mit Allahs Wort oder mit Allahs Buch, über das er selber sagte in Surah 86, Surah At-Tariq, Vers 13 und 14? إنه لقول فصل وما هو بالهزل. Sinngemäß auf Deutsch: Er ist wahrlich ein entscheidendes Wort. Der Koran ist gemeint. Es ist kein Scherz.
So wehe denjenigen, die seine Verse oder sein Buch als Spiel und Spott nehmen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah 2, Surah Al-Baqarah, die Kuh, Vers 231, und macht euch nicht über Allahs Zeichen lustig. Im Wort Enzelna steckt auch die Bedeutung, dass er herabkam von oben oder vom Hohen, also ist er auch in der Bedeutung her hoch angesehen. Spürbar in echt, wie gesagt, kam er herab von oben. Aber auch von der Bedeutung ist er hoch angesehen. Denn welche Worte können dem Koran nahe kommen? Welche Worte können ihm ähneln? Welche Worte berühren das Innerste der Herzen wie der Koran? Und das haben manche Kuffar der Quraysh zugegeben und selber miterlebt. Und die Geschichten sind zahlreich in der Sirah, die bekannte Geschichte mit Surah An-Najm oder mit Al-Mughira ibn Shu'bah oder Labid ibn Mughira oder der Ungläubige, der Surah At-Tur hörte. Ich werde mich aber hier beschränken auf eine Geschichte, und zwar die Geschichte mit Surah An-Najm. Und zwar im 5. Jahr, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam zum Prophet errufen wurde, ging er einmal zu Kaaba sallallahu alaihi wasallam, während alle großen Köpfe der Quraysh anwesend waren. Von ihnen war auch Abu Lahab und andere. Und von der Weisheit unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam wählte er eine Sura aus, die passend zum Augenblick passt. Und das macht einen guten Leser und Redner aus, dass er zur richtigen Zeit das Passende sagt. Deswegen sagen die Araber in ihren Sprichwörtern, لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٍ لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٍ, was so viel heißt wie, zu jeder Situation sollte man das Passende sagen. So fing der Prophet sallallahu alaihi wasallam an, Surah An-Najm zu rezitieren. Surah der Stern, die 53. Surah des Korans. Und ihr Anfang ist, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى, was so viel heißt, beim Stern, wenn er sinkt oder wenn er fällt. Und dies ist ein Schwur. Und die Araber wissen, wie schwerwiegend ein Schwur ist. Und sie wissen, was das heißt, wenn der Stern sinkt bzw. fällt. Also die Sura fängt an mit einem Schwur, sodass man direkt gepackt ist und Gehör und Herz anwesend ist. Stell dir das vor, der Prophet sallallahu alaihi wasallam steht vor der Kaaba und rezitiert mit der besten Aussprache und mit der besten Stimme, und die großen Köpfe der Quraysh und die ganzen Mushrikun, die Götzendiener, sind anwesend und hören zu, und die Sura fängt an mit einem Schwur, was direkt dein Gehör und Herz packt. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى, sinngemäß auf Deutsch, beim Stern, wenn er sinkt oder fällt. Dann liest er weiter, sallallahu alaihi wasallam, مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. Er sieht Ideen, über denen ihr euch lustig macht, und sagt, er wäre besessen. Die Antwort der Vers: Nicht in die Irre geht euer Gefährte, und auch nicht einem Irrtum ist er erlegen. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Und er redet nicht aus eigener Neigung. Es ist nur eine Offenbarung, die eingegeben wird. Das sind alles Verse, die direkt ihre Antworten, ich meine ihre Fragen beantworten. Diese Verse sind alles Antworten auf ihre Fragen, die sie in sich tragen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam liest und liest und liest. Und sie können ihn nicht stoppen, weil der Koran ihre Herzen gepackt hat. Sie stehen da regungslos und können nichts anderes machen, außer zuhören. Subhanallah. Dann liest er weiter, bis er zu den Versen kommt. أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ
ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. Sinngemäß auf Deutsch. Ich möchte nur einige Teile vorlesen, denn wenn du verstehst, wann der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Sura gelesen hat oder in welchem Augenblick, dann verstehst du auch die ganzen Fragen, die sich in dieser Sura befinden. Er sagt hier beispielsweise, sinngemäß auf Deutsch, er tadelt sie jetzt hier. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam rezitiert und sie hören. Was meint ihr wohl zu Al-Lat und Al-Uzza? Das waren Götter, die sie angebetet haben, Statuen. Und auch zu Manat, ebenfalls eine Statue gewesen. Diese anderen, der dritten, ist denn für euch das, was männlich ist, und für ihn das, was weiblich ist, bestimmt? Das wäre dann eine ungerechte Verteilung. Das sind nur Namen, die ihr genannt habt, ihr und eure Väter, für die Allah aber keine Ermächtigung herabgesandt hat. Sie folgen nur Vermutungen und dem, wozu sie selbst neigen, wo doch bereits von ihrem Herrn die Rechtleitung zu ihnen gekommen ist. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam liest weiter und weiter und rezitiert die Verse weiter und weiter, und sie hören immer noch zu. Die Ohren und die Herzen sind voll anwesend und sie können nichts machen außer zuhören. Dann kommt er an die Stelle, wo der Prophet, wo Allah subhanahu wa ta'ala die früheren Völker erwähnt, die ungläubig waren und wie sie vernichtet wurden. Und zwar kommt er zum Vers, wo Allah subhanahu wa ta'ala über Ad und über Thamud redet. So sagt er: وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. Sinngemäß auf Deutsch: وأنه أهلك عادا الأولى. Allah subhanahu wa ta'ala sagt hier sinngemäß, dass er die Ad vernichtet hat und ebenfalls die Thamud, sodass nichts von ihnen übrig blieb. Und die Quraysh, sie kennen Ad und Thamud, weil Quraysh ihre Nachrichten hörte und sie wissen genau, was ihnen widerfahren ist. Denn Ad ist südlich von ihnen, südlich von der arabischen Halbinsel, und Thamud ist nördlich von ihnen, und die Reisenden und Karawanen haben ihre Ereignisse von Ad und Thamud erzählt und übermittelt. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala weiter sinngemäß: Und zuvor das Volk Nuhs, gewiss, sie waren ja noch ungerechter und übermäßiger in ihrem Frevel. Und die umgestürzte Stadt ließ er stürzen. Das war das Volk von Lot. Und so überdeckte sie, was sie dann überdeckte, als das Raum von Lot hoch emporgehoben wurde von Jibril a.s. mit einem Flügel und dann umgedreht wurde und auf den Kopf zerschmettert wurde, sandte Allah subhanahu wa ta'ala noch Steine hinterher, so sagt er hier, und so überdeckte sie, was sie dann überdeckte. Gemeint sind die Steine, die aus Ton und Feuer gemacht worden waren. Dann sagt er weiter: Welche der Wohltaten deines Herrn willst du nun bestreiten? Nachdem sie nun fast die komplette Sura gehört haben vom Propheten sallallahu alaihi wasallam und diese ganzen Ereignisse, liest der Prophet sallallahu alaihi wasallam folgenden Vers: هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى. Auf Deutsch sinngemäß: Das ist ein Warner wie die früheren Warner. Jetzt in diesem Augenblick, ihre Herzen sind jetzt voller Furcht und Angst, und sie waren am Zittern. Dann geht's weiter. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, beziehungsweise der Prophet rezitierte: Azifatil azifa. Sinngemäß: Es steht bevor die immer näher kommende Stunde des Gerichts.
ليس لها من دون الله كاشفة. Singen wir es auf Deutsch. Niemand außer Allah kann sie beheben. Dann, kurz vor Ende der Sura, gewaltige Verse, der Prophet rezitiert: Afa min hadhal hadith ta'jabun wa tadhhakun wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Auf Deutsch sinngemäß: Wundert ihr euch denn über diese Aussage? Das musst du dir vorstellen, diese Frage geht direkt an die Quraishiten, die gerade zuhören. Wundert ihr euch über diese Aussage? Und lacht ihr und weint ihr nicht? Und seid ihr noch belustigt? Werft euch doch vor Allah nieder und dient ihm. An dieser Stelle warf sich der Prophet sallallahu alaihi wasallam nieder. Wie ihr wisst, am Ende des Surat al-Najm befindet sich eine Niederwerfung nach diesem Vers. Es ist beliebt, sich niederzuwerfen. So warf er sich nieder, sallallahu alaihi wasallam. Und alle, die ihm zuhörten, warfen sich mit ihm nieder. Bis Abdullah ibn Abbas sagte, und diese Überlieferung findest du in Sahih Bukhari, er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam warf sich nieder nach Surat al-Najm. Und mit ihm warfen sich die Gläubigen nieder. Und mit ihm die Mushrikun, die Götzendiener, und mit ihnen die Dschinn, die Geisterwesen und alle Menschen. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich dann erhob von seiner Niederwerfung und sich umdrehte, sah er, wie alle sich niedergeworfen hatten. Daraufhin freute er sich und sagte ihnen: Glaubt ihr jetzt? Der Erste, der antwortete, war Abu Jahl. Sie schauten sich erstmal gegenseitig an, Abu Jahl und die anderen Götzendiener. Verwunderlich schauten sie sich an, nach dem Motto: Was ist passiert? Wieso haben wir uns niedergeworfen? Innerlich wissen sie, es ist die Wahrheit. Aber hör mal auf die Antwort von Abu Jahl, als ihn der Prophet sallallahu alaihi wasallam fragte: Glaubt ihr jetzt? Daraufhin antwortet er: Er sagte: Nein, nein, wir haben uns an unsere Götter erinnert, beziehungsweise wir haben uns unsere Götter vorgestellt, unsere Statuen, und deshalb haben wir uns niedergeworfen. Ihre Fitra, ihre natürliche Veranlagung und ihr Herz konnten nicht anders, außer nach diesen Worten sich niederzuwerfen. Aber wie gesagt, es war der Trotz und der Hochmut, der sie nicht glauben ließ. Wie Allah subhanahu wa ta'ala über sie sagt, in Suratu An-Naml, Sura 27, die Ameisen, Vers 14. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ Sinngemäß auf Deutsch: Und sie verleugneten sie, obwohl sie selbst davon überzeugt waren, aus Ungerechtigkeit und Überheblichkeit. So schau, wie das Ende der Unheilstifter war. Das so viel dazu, dass der Koran subhanahu wa ta'ala auch hoch und hoch erhaben von der Bedeutung her ist, sodass die Ungläubigen sich niedergeworfen haben. Und so viel zum Wort Anzalnah. Im nächsten Teil geht es weiter mit dem Wort Anzalnah. Und einige Zusätze, inshallah wa ta'ala. Hada wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.